Richtig, gut. Maximilian Plenert, gerade einen Patientenverein in Berlin gegründet, langjähriger Cannabis-Aktivist, und ich denke, den Rest erzählt euch der Max selber. Hallo Hanfparade. Ja, ihr könnt mich hören, glaube ich. Willkommen bei diesem wunderschönen Wetter, auch wenn es noch recht überschaubar ist, aber es wird ja langsam mehr. Ja, ich bin Maximilian Plenert, ich vertrete hier insbesondere die Patientenseite, da drüben auch mit unserem Patientenbereich. Und ja, um gleich mal an das anzuknüpfen, was hier davor gesagt wurde, ja, wir wollen, dass Cannabis legalisiert wird zu Genusszwecken, dass wir dann eine Regulierung haben. Ja, wir Patienten haben das ja schon. Ne? Für unser Cannabis ist legal, wir haben da eine Regelung, aber da merkt man ganz schnell, das alleine hilft noch nicht. Ein Gesetz alleine schafft noch nicht, dass Cannabis als Medizin normal wird. Das war der große Fehler, den der Bundestag gemacht hat. Also der Bundestag hat das einstimmig beschlossen, aber danach hat die Bundesregierung das Thema nicht weiter verfolgt. Und das ist es, was die Patienten die ganze Zeit erleben dürfen. Wir haben jetzt seit 2017 das Gesetz. Inzwischen so langsam die Versorgungslage. Es pendelt sich langsam ein, dass wenigstens die Apotheken nicht leer sind. Ich weiß noch, wie ein Jahr nach dem Gesetz hier in der Berliner Apotheke noch 3 oder 4 Sorten verfügbar waren. Ja, das war dann natürlich ein tolles Ergebnis, dass Cannabis als Rezept verfügbar ist. Man hat das Rezept, aber das Gras war nicht da. Und auch das, was jetzt da ist, kann ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Aber wirklich von einer Normalität zu sprechen für Cannabis-Patienten, Fehlanzeige. Es gibt ein paar Patienten, da läuft das gut, da läuft das rund. Aber das ist nicht die Regel, das ist nicht die Mehrheit, sondern für die allermeisten Patienten ist Cannabis immer noch nicht so normal wie ihre anderen Medizinformen. Und das ist das Ziel, für das wir kämpfen wollen. Cannabis, Medizin, normal, weil auch das Gesetz muss noch weiterentwickelt werden. Und beim Stichwort besser machen, da kann ich auch an genau das anknüpfen, was Micha gerade gesagt hat. Auch wenn, dass wir jetzt eine schwarz-grüne Bundesregierung bekommen, ist alles andere als undenkbar. Und die Frage, ob Cannabis in Deutschland legalisiert wird, die Frage ist schon längst entschieden. Es ist nur noch die Frage des Wanns. Unser Moment, unser Tipping Point war, als Christian Lindner damals gesagt hat, dass er lieber nicht regieren möchte, als falsch regieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Sondierung mit der CDU weit genug. Sie haben sich beim Thema Asyl geeinigt. Sie haben sich bei allen anderen Fragen geeinigt. Wenn Christian Lindner das nicht hätte platzen lassen, die CDU hätte nicht wegen Cannabis diese Regierung platzen lassen. Deswegen ist seitdem klar, es ist Verhandlungsmasse auch für die CDU. Es ist nur noch die Frage des Wanns und nicht mehr des Obs. Und soweit sind wir schon mal. Wir sind der Legalisierung näher als je zuvor, auch wenn es ja, unsere Geduld weiterhin stark auf die Probe gestellt wird. Aber es ist halt auch die Frage des Wies. Was Micha gesagt hat, wollen wir, dass das an alles von großen Konzernen übernommen wird? Oder wie sorgen wir dafür, dass das ein Markt wird, der auch das liefert, was wir haben möchten, was die Verbraucher haben wollen, was gut für die Leute ist und vielleicht nicht nur für die Stakeholder? Und das ist halt wirklich die spannende Frage, wie man richtig legalisiert. Und da müssen wir wirklich noch viel Hausaufgaben machen. Da sind die Grünen mit ihrem Cannabiskontrollgesetz auf einem guten Weg. Aber auch damit könnte man noch keine Legalisierung machen alleine, weil der Teufel liegt dann im Detail. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir es nicht versauen, weil wir sehen in Ländern wie Kanada, wie es halt auch blöd laufen kann. Und wir wollen es nun wirklich nicht versauen. Dafür haben wir lang genug gewartet. Ein ganz wichtiges Element sehe ich da zum Beispiel gerade auch in Cannabis Social Clubs und auch in dem Rest recht privat anzubauen. Nicht, weil ich glaube, dass das in der fernen Zukunft einen großen Marktanteil haben wird, aber es ist ein ganz wichtiges Gegengewicht gegen die kommerziellen Player. Das hat man in Colorado sehr schön gesehen, weil wenn da der Markt einfach Scheiße geliefert hat, dann haben einfach mehr Leute zusammen angebaut. Die Leute hatten eine Auswahlmöglichkeit und damit haben sie einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Markt. Weil es ist ähnlich wie mit dem Brot. Brot backen kann jeder selbst. Das ist auch ziemlich geil, wenn man das ein bisschen kann.
Trotzdem kauft man das meiste Brot, aber allein zu wissen, dass es anders geht und dass wir anders können, hilft auf jeden Fall weiter, sich nicht alles gefallen zu lassen, was sie uns so alles vorwerfen werden. Und gerade wenn man sich anschaut, welche kanadischen Reste da zusammengekehrt werden und hier in Dosen als Medizin verkauft wird, nee, das geht definitiv besser und das wissen wir auch. Ja, da wir dieses Jahr auch Bundestagswahl haben, kann ich gleich den gleichen Aufruf, der unter uns Patienten kursiert, auch an euch herantragen. Wir Patienten sagen, ne, wir müssen alle weiter nerven, wir müssen die Ärzte weiter nerven, wir müssen die Politik weiter nerven. Wir müssen endlich sagen, nee, die Cannabis-Patienten, die kommen immer wieder, die gehen nicht weg. Die kommen auch 10-mal, die machen auch alles mögliche Therapieversuche noch mit und die kümmern sich um Sachen, Gott, die sind höchst engagiert, trotzdem kriegen sie dann von Krankenkassen Dinge reingebürgt, die nur noch ein absurdes Theater grenzen. Also das, was wir gerade an Patientenakten sammeln, da kann ich auch in 10 Jahren herkommen, da kann ich Kabarettprogramm machen, weil 10 Jahren können wir hoffentlich drüber lachen, was der dann medizinische Dienst der Krankenkassen für einen völligen Irrsinn teilweise da schreibt. Das ist teilweise einfach, da fragt man sich doch, haben die eigentlich Lack gesoffen? Und deswegen müssen wir auch die Politik nerven, dass das Thema präsent ist. Es ist in den Medien präsenter denn je, wenn man sich anschaut, wie viele Veranstaltungen stattfinden, wie viele Medienbeiträge zu dem Thema existieren. Ich war selbst vor ein paar Wochen bei der Deutschen Welle Pro-Kontra-Diskussion und auch selbst da die Gegenseite, also was die geschafft haben, als Gegenseite noch zu mobilisieren. Also das, wo sich auch irgendjemand findet, der das in der Öffentlichkeit verteidigt, selbst der hat gesagt, Entkriminalisierung, Portugal. Die Polizei da komplett rausnehmen. Klar, tut die, bin ich sofort dabei. Der war noch ein bisschen skeptisch, wie das mit den Märkten, ob das so gut funktioniert. Aber diese Repression, es gibt niemanden mehr in diesem Land, der sich hinstellt und sagt, ja, ich will weiter Repression. Trotzdem haben wir sie noch. Also diese Absurdität müssen wir da aufknacken. Und das, was gerade der Status quo ist, das ist die Radikalität, muss man sagen. Das Drogenverbot ist der radikale Ansatz. Das ist Extremismus, sondergleichen, mit welchen Mitteln dir vorgegeben wird. Also insofern, ja, ich bin die kuschelige Mitte und ich möchte, dass diese alten, kalten Drogenkrieger endlich aufhören mit ihrem Wahn und einfach mal aufgehört wird, es weiterzumachen, nur weil wir es schon immer gemacht haben. Was ist denn das für eine Logik? Und eine andere Sache, die sich in dieser Diskussion schön gezeigt hat, war das Signal. Es war einfach eine Sache, war allen völlig klar. Auch diese Politik, wie wir sie heute machen, mit diesem logischen Bruch, der für alle erkennbar ist, jeder weiß, dass es ihn gibt, diesen logischen Bruch zwischen Alkohol und Tabak und Cannabis, dass da einfach nicht der gleiche Maßstab angelegt wird. Das ist jedem klar und ich sage, das setzt ein falsches Signal. Solange wir weiter auf eine Drogenpolitik, wo so ein Knick in der Logik ist, weitersetzen, das ist das falscheste Signal, was wir setzen können, weil wer sollte das noch ernst nehmen? Keiner kann das ernst nehmen. Und solange wir diesen Knick in der Logik nicht beseitigen, gibt es keine glaubwürdige Drogenpolitik. Ja, wir haben uns als Patienten, haben auch in anderen Bereichen noch keine Normalität. Wir haben für unsere Patientengruppe beispielsweise, wollten wir auch Fördermittel beantragen, so wie andere Selbsthilfegruppen das machen und kein Thema ist. Und selbst das wurde uns jetzt plötzlich verweigert, weil wir seien ja eine medikamentenspezifische Gruppe. Also da wurde ein bisschen so getan, als wären wir irgendwie das U-Boot von irgendeinem Pharmaunternehmen. Nein, ich habe geschrieben, Leute, bei uns ist, wir haben ganz viele Krankheiten. Wir sind nicht medikamentbezogen. Bei uns kommen halt die schweren Fälle hin. Und das, was uns als Selbsthilfegruppe auszeichnet, ist, alle Leute, die daher kommen, haben es woanders auch schon mal probiert. Aber da wurden sie ausgelacht und rausgeschmissen, als sie das Thema Cannabis angesprochen haben, wenn sie zu den normalen Gruppen gegangen sind. Und wir sind halt das Einzige, was bei uns Cannabis die besondere Rolle hat, ist, dass es keine besondere Rolle hat, es normal ist und für die schwerkranken Menschen, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben, einfach eine Therapieoption ist, weil sie eh alles andere schon durch haben. Also wir die Gruppe der Austherapierten, da wo alle anderen Medikamente versagt haben und dann ist Cannabis halt nur mal das Mittel der Wahl für diese Leute. Aber selbst da muss man noch mit Krankenkassen dann einen Kleinkrieg führen um ein paar wenige Euro. Also auch da ist nichts normal. Also auch wenn man ein Gesetz hat, wenn man eine Legalisierung hat als Patient, man kriegt trotzdem noch so viel. Die finden neue Knüppel, die finden neue Schikanen, die finden immer wieder was, wo sie dann sagen, aber du als Cannabis-Patient bist nicht normal, du gehörst hier nicht her. Dich soll es hier eigentlich gar nicht geben, dich und deine Medizin. Deswegen haben wir uns in Berlin jetzt auch organisiert. Also aus unserer Patientengruppe ist jetzt die Berliner Cannabishilfe entstanden. Und wir haben uns jetzt auch vor zwei Wochen unseren Eintrag ins Vereinsregister jetzt endgültig bekommen. Und als erste Aktion, die wir hier anbieten können, haben wir dieses Jahr auch diesen Patientenbereich übernommen, zu dem ich auch insbesondere alle Patienten, aber auch jeder, der sich für das Thema interessiert, recht herzlich einladen möchte.
Als Cannabis-Hilfe Berlin wollen wir vernetzen, wir wollen die ganzen Akteure voranbringen, weil auch Cannabis ist eine Medizin, wo einfach Patienten, Ärzte und Apotheker ganz anders zusammenarbeiten müssen, als das bei anderen Therapieformen der Fall ist. Und dieser Weg zur Normalität, den wollen wir vorantreiben. Da seid ihr auch alle sehr herzlich eingeladen. Wir haben zwar einen formalen Verein, aber wir wollen insgesamt als offener Struktur agieren, als Mitmachverein, wo jeder mit seinen Möglichkeiten sich einbringen kann und sei es einfach nur, dass er die Message weiterträgt und einfach die Patienten ein bisschen mit supportet. Support hatten wir auch bei unserem Stand. Also da konnten wir auch innerhalb von kurzer Zeit dankenswerterweise sowohl die Bezirksapotheke hier gewinnen, als auch mit IMC eine der Firmen. Und zuletzt noch einen anderen Menschen hat uns unterstützt, der einmal hier vorne tippt mit der Kamera und ein anderer Mensch, ihr seht ihn hier schon mal auf meinem T-Shirt,